Mika-Caravan verkauft. Natürlich, aber definitiv nicht unsere Firma, sondern haben wir hier ein Schmuckstück stehen. Und ihr kennt es wahrscheinlich schon. Ich gehe jetzt einfach mal außen rum. Es ist ein wunderschöner T5 California in einer hervorragenden Ausstattung. Und dieses Fahrzeug ist ein Vermittlungsfahrzeug, soll verkauft werden, weil die Herrschaften haben sich für ein Tournee entschieden, haben einen wunderschönen Tournee bei uns gekauft und jetzt steht dieser blaue, wunderschöne T5 in einem super guten Zustand. Ich laufe jetzt einfach mal drumherum. Außen mit Markise, mit dem elektrischen Aufstelldach in einer tollen Farbe. Mir gefällt das Blau sehr gut. Also schaut richtig schick aus. Außen der Lack, top, muss man ganz ehrlich sagen. Keinerlei Blessuren, nichts, kein Unfall, gar nichts. Gut ausgestattet soll der verkauft werden. Top gepflegt, hier schöne Reling drin. Dann hinten natürlich mit Fahrradträger, haben wir gerade schon gesehen. Hier haben wir den Fahrradträger dran. Also alles echt geil. Und ja, T5 Bulli ist natürlich Schmuckstück, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt muss ich mal gucken, ob man auch aufkriegen, das wunderbare Auto. Oh, jetzt schauen wir uns das schicke Auto auch mal von innen an. Also ich muss ehrlich sagen, er ist auch innen top gepflegt. Natürlich das Blau in den Sitzbezügen drin von außen. Er hat eine super Ausstattung. Zu bemerken ist, dass das Hubdach auch elektrisch ist. Bitte verzeiht, wenn ich jetzt nicht alle Details wirklich auswendig kenne. Ich bin kein Bulli-Profi, sondern das ist wirklich nur eine Vermittlungsgeschichte. Ich möchte euch das Auto hier zeigen, damit ihr eventuell, wenn Interesse besteht, an uns wenden könnt. Das Auto steht hier in Dinkelsbühl, kann jederzeit begutachtet werden, ist achtfach bereift, sind auch nur fast neue Winterreifen dabei. Auch hier alles echt schick. Oh, ich muss selber erstaunen, wie das alles aufgeht. Hier haben wir Herd und das Kochfeld und die Spüle. Dann haben wir da natürlich, was haben wir hier drin? Oh, den Kühlschrank haben wir auf der Seite. Dann haben wir hier unten natürlich noch jede Menge Staufächer. Also echt eine tolle Geschichte. Ein richtig schickes Auto. Da hinten haben wir dann noch Fächer drin. Jetzt schauen wir mal hinten drin. Da haben wir auch noch hier oben. Hier oben sind, ich glaube, Stühle drin. Dann haben wir hier unten die ganzen Polsterungen dabei. Wieder Reifen, dann hier nochmal Polster. Hier haben wir, muss ich nochmal gucken, halt, hier geht es auf. Zack, das Eckregal, wo ja hier unten, glaube ich, genau die Gasflasche drin ist. Jawohl. Dann natürlich jede Menge Fächchen, Klimaautomatik und. Also echt eine richtig tolle Sache. Zack. Hier hinten auch, das finde ich auch toll, die ganzen Täschchen hier, Verstauungstäschchen hier überall. Kann man hier auch wegmachen, da ist dann der nächste Reifen drunter. Und das ist auch nochmal Liegefläche, wenn man das Bett wenn man oben die Rückenlehne umklappt. Dann hier oben nochmal ein riesen Staufach von innen aufzumachen mit Lautsprecher drin. Also alles in allem ein echt schickes Auto. Hier haben wir dann auch nochmal, das muss ich euch auch mal zeigen, ich hoffe, das ist zu sehen, hier die ganze Klimaautomatik, wo man hier alles einstellen kann. Also auch das ist richtig schick. Das ist das obere Staufach, wo ich gerade erzählt habe. Also er schaut alles in allem echt sauber aus. Und jetzt hole ich mal kurz den Zettel dazu und lese euch mal vor, was das Fahrzeug alles an Ausstattungsmerkmale hat, damit auch ihr informiert seid, was das alles beinhaltet. Ja, liebe Camper,
was beinhaltet das Fahrzeug alles? Also vom Grundsatz her hat es eine echt tolle Ausstattung. Also erstens einmal zum Baujahr. Das Baujahr ist 2009. Das ist noch ein großer Motor, Diesel mit 174 PS. Natürlich eine Euro 4 mit grüner Umweltplakette, haben wir gesehen, wie wir außen rumgelaufen sind. Klimaautomatik, Metallic Blau, das wissen wir. Kilometer, 100, roundabout, ich glaube 162, aktuell sind es genau 161.750 Kilometer. Die Ausstattung, ABS, Einparkhilfe, elektrische Fensterheber, EBS, Leichtmetallfelgen, Partikelfilter, Servolenkung, Sitzheizung, Standheizung, Tempomat und Zentralverriegelung. Also echt eine tolle Geschichte. Jetzt kommen wir zur Fahrzeugbeschreibung. Und zwar ist eine Markise dran, eine Wärmeschutzverglasung, grün im Fahrerhaus und dunkel eingefärbte Doppelvergasung im Fahrgastraum. Scheibenwischerintervall und Regensensor, Multifunktionslenkrad, also wir haben am Lenkrad hier die ganzen Tasten auch, 8 Lautsprecher, Leichtmetallräder, ein Wertfach, abschließbar, oh, das ist eine tolle Sache, Außenspiegel elektrisch anklappbar, elektrisch einstellbar und beheizbar, genauso haben wir eine Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung und Parkdistanzkontroll. Also von und hinten, also echt richtig geil. Dann haben wir noch Tagfahrlicht, Klimatronik und natürlich hinten, den haben wir auch gesehen, den Fahrradträger. Auch genial ist das Fahrzeug ist absolut unfallfrei, Scheckheft gepflegt, alle Kundendienste gemacht. Winterreifen sind aus 10/20/19, Sommerreifen sind neu, sind aus 4/22. Und die Batterie wurde auch erneuert, 8/22. Bremsbeläge hinten wurden erneuert, 10/21. Also ihr seht, an dem Fahrzeug wird wirklich viel gemacht, immer schön in Stand gehalten, dass alles richtig top ist. Weiteres Zubehör ist eine Isotec-Abdeckung, Winterschutzscheibe, Fahrer- und Beifahrerseiten. Also da kann man die Folien rummachen, damit das alles fix ist. X-Trend Faltbett ist auch dabei. Kundendienst, wie gesagt, Heckscheckheft gepflegt, also alles top. 2 Paar Schlüssel natürlich, wie sich das gehört. Also rundum ein richtig tolles Auto mit richtig tollem Zubehör. Das Ganze ist auch, soweit ich weiß, aus allererster Hand. Also echt, ich will nicht sagen Schnäppchen, aber doch, es ist ein Schnäppchen. Ich glaube, auch der Preis für das Fahrzeug ist vollkommen okay und ich habe mir da richtig schlau gemacht, das war richtig gerechtfertigt. Das Fahrzeug ist abzugeben für 29.900 Euro. Also auch das ist meiner Meinung nach ein echt toller Preis. Kann man überhaupt nicht meckern. Für die ganze Ausstattung, für die Situation, dass das top gepflegt ist. Es regnet jetzt wie Sau, ich möchte jetzt das Dach nicht euch vorführen. Funktionell, wenn ihr das Auto anschaut, hier kann man natürlich das Dach auch vorführen. Ich habe das hier probiert, geht einwandfrei, geht hier über den Wahlschalter, stellt mal alles ein, genauso wie auch Standheizung und so weiter. Also rundum, ja, ein richtig schönes Auto. Also wenn ihr nicht schon ein Wohnmobil hättet, würde es mir fast überlegen. Nein, Quatsch. Aber für Bulli-Fans ist das, ich sage, eine echte Alternative. Schauen wir nochmal in Ruhe hier in den Fahrgastraum, also in den Fahrbereich. Also hier seht ihr das Multifunktionslenkrad, Tacho natürlich, alles original, top gepflegt. Hier die ganzen Verstellungen hier an der Seite, alles original. Also ich muss ehrlich sagen, es ist sehr, sehr gut. Es ist jetzt nur ein bisschen Staub, Ablagefächer. Es ist rundum ein wunderschönes Auto. Die Polster auch
sehr, sehr gepflegt für das Alter, muss man wirklich sagen. Also kann man überhaupt nicht meckern, fleckenfrei. Klar, es sind ein paar ganz kleine Gebrauchsspuren, aber gut, ist kein nagelneues Auto, ist aus dem Jahr 2009. Da muss ich sagen, kann man einfach nicht meckern. Es ist meiner Meinung nach ein absolut tolles Auto. Und der Motor ist bekannt. Den kann man eigentlich nicht kaputt machen. Ist auch nicht wirklich anfällig, habe ich zumindest so gehört. Wie gesagt, ich bin kein Bulli-Profi, aber die Bulli-Fans kennen sich bei dem Auto aus. Und ich glaube, so günstig weiß ich nicht. Ist echt ein Schnäppchen. Wenn ihr das Auto anschauen wollt, steht hier bei mir, bei Miga Caravan in Dingespiel. Jederzeit bei uns melden, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, alles ist bekannt. Meldet euch einfach, wenn Fragen dazu sind, haut sie in die E-Mail-Tasten, kein Problem. Also haut sie in die Tasten und schickt mir eine E-Mail, wollte ich sagen. Überhaupt kein Problem. Dann werde ich die weitgehend weiterleiten und beantworten. Wie gesagt, ich bin nur der Vermittler. Das heißt, ich zeige euch das Auto und gekauft wird direkt beim Eigentümer. Ist eine tolle Geschichte. Und ja, ich finde, hier kann man absolut nichts falsch machen. Also, dann danke ich fürs Zuhören. Wenn Interesse besteht, einfach kurz melden.